Und dann, warte mal, erstmal den Inhalt. Höchstation 87. Gut. Einfach ein Doppelgänger rein. Das wird schon. Ich habe mich schon ein bisschen in Speedruns in diesem Level versucht. Also wird das nicht so leicht für einen Doppelgänger. Okay, es bringt eigentlich größtenteils überhaupt nichts dort. Und anscheinend kann ich in den Missionen Super Sonic nicht verwenden. Da, Tricks machen. Und? Ja, guckt euch an, wie weit er zurückhängt. Oh, wie leiste. Oh, nee, warte mal. Wahrscheinlich kann ich Super Sonic aktivieren, allerdings. Habe ich ihn nicht ausgerüstet. Vermutlich habe ich noch wieder. Ich habe wahrscheinlich wieder vergessen, dass ich was geändert habe. Einfach mal eben schnell durchrennen. Nee. Der Roboter ist schon tot. Ja, es leckt zwar, aber ich bin schneller! Okay, ich bin noch kein Meister im Fachgebiet von Speedruns hier. Allerdings bin ich das war nicht so übel. Und die Mission hat Spaß gemacht. Kingdom Valley? Das ist wahrscheinlich irgendwas aus einem Sonic-Spiel, das ich nicht kenne. Gut, was haben wir hier? Springerei, Rakete über die Sprungfeder, ehe die Zeit ausgeht. Gut, aber dann wähle ich eine etwas andere Musik aus. Sonic Boom, nein. Grüne Emerald Hill. Gut. Mit Emerald Hill Musik geht's los. Aua. Das ist so Arschloch. Ja. Ich glaube eh, dass mir die Zeit so schnell ausgehen wird. Das war fies. Das war arschig. Okay, ich brauche keinen Boost, um die Rampen zu richtig zu benutzen, nicht so wie in Colors. Ja, ich muss doch tatsächlich auf den Stein nach. Boah, das war eine arschige Stelle, die ich da überlebt habe. Aua. Dass ihr euch nicht einfach so durchgießen. Die Ansicht war wieder cool. Ach komm, ihr würdet mich verarschen. Nein, nein. God damn it! So. Er rutscht schon selbst in den Zeitlupe. Genau, Sonic. Mann.
Was zum Glitch? Klasse. Und da ist das Ziel. Komisch angebracht, aber immerhin. Oh. 88. Rio spielt Sanctum. So, dann mein Tor. Wir kriegen die Fähigkeit, wenn wir das da schaffen. Na dann, auf geht's. Dreifache Turbo-Anzeige. So, das heißt, ich darf nicht boosten. Wird aber, glaube ich, auch nicht nötig sein. Au. Ich hab die Ringe eingesammelt gekriegt. Yeah. Oh, absolut Todesgefahr. Der Level ist Gott sei Dank so angelegt, dass man ohne Boost locker ins Ziel kommt. Natürlich macht das mit Boost viel mehr Spaß, aber ich will die Anzeige voll lassen. Einfach nur um sicher zu gehen. Die Sicht hier ist echt beschränkt. Ah, leicht feuchte Gebiete. Da ist schon das Ziel. Geschafft. Nein, nicht nochmal versuchen. Jetzt ist es komplett bunt. Yeah! Ich denke, hab neue Fähigkeiten auf Lager. Komm zum Fähigkeiten-Shop und seh sie dir an. Danke. Stardust Speedway Zone. Na gut, ich schaue sie mir an. Ich werde auch gleich mal alles einkaufen, was da ist. Standsicher. Ja. Standsicher halten. Sicherheitsnetz. Ja. Sicherheitsnetz erhalten. Einfach mal extrem shoppen. Turbanzeige Plus. Ich habe so viele Punkte, weil ich zwischendurch immer wieder Speedruns gemacht habe. Oder einfach nur probiert habe. Ach! Ich kann mir extra Leben hier einfach instant kaufen. Das ist ja mal geil! Hätte ich das gewusst, dann wäre ich nicht so auf Game Over gegangen. Also dann wäre ich überhaupt nicht Game Over gegangen. Niemals. Okay, anstatt die Punkte zu verschwenden, geht mir Fähigkeiten anpassen. Ja, das ist, das mit dem Namen ist eine sehr lustige Geschichte. Man kann die Namen für die Sets nämlich nur vergeben, wie in Pokémon, dann einfach irgendwelche Begriffe reinschmeißen und fertig. Warte mal. Bearbeiten? Ich hab Super Sonic hier eingebaut. Ey. Schmetterbonus, das stimmt, wenn wir das nur an. Ja. Beschleunigung, mehr Tempo beim Anlaufen. Blitzer, Sonics Geschwindigkeit wird erhöht. Ja. Turbostart, drücke, weil muss eine Taste für einen Turbo. Okay, viel passt hier nicht mehr rein. Athlet. Verliere bergauf und bergab weniger Tempo. Sagen wir das länger, wir haben 10 Sekunden. Ganz sicher. Nichts mit ausrutschen, also eine Banane durchgeschlichen. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal. Wir können eh nur 5 Fähigkeiten. Ach, scheiße. Ich wollte vergessen, das ganze Scheiß zu beschädigen. Sicherheitsnetz. Ah.
Jetzt mein Turbo-Anzeige. Ja, ich mag Turbo. Schmetterbonus und die Beschleunigung drauf. Man muss alles doppelt und dreifach bestätigen, damit die Fähigkeit genommen wird. Deswegen habe ich beim ersten Mal auch gefehlt, Fähigkeiten drauf zu tun. Nein, na weg. Sieht aber schön aus hier. Ja, aber ich denke mal, wir brauchen hier nichts mehr. So, nun hierzu. Plattform, komm runter. Danke, Plattform. Okay, was haben wir hier? Überwinde Feinde mit Unbesiegbarkeit, um das Ziel in der Zeit zu erreichen. War doch. Ja, das haben sie gemixt. Und es kommt immer wieder. Okay. Ich bin sicher, hier gibt es keine so großen Todesabgründe oder so, aber trotzdem. Nee, du stirbst, dieser Fernseher. Ist ein lustiger Glanz, aber haben sie irgendwie dumm angebracht. Versteckt, ne? Okay, ich glaube, der Sound geht einem langsam auf den Sack. Na, immer wenn hier so eine Wasserquelle ist, dann... Ah, Agner spielt GTA San Andreas. Geschafft. Jetzt lädt er. Und jetzt sind wir wieder hier und... So, Doppelgängerrennen. Das wird lustig. Chemical Plant in 2D war bei mir jetzt, naja, so, naja, in Erinnerung. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht in die Richtung. Ich verschwende natürlich mal wieder haufenweise Zeit, weil Sonic in die falsche Richtung geguckt hat. Da bin ich einfach nur schlecht geworden über die Zeit. Naja, kann nicht sein. Zumindest weiß noch gar nicht so lange her. Ah, diese Bumper-Action, die kennen wir doch. Oh ja, normalerweise würde ich überall als Ball durchrollen, aber... eben wegen den Physics... versorgt es mir das Spiel, auf Nummer sicher zu gehen. Kleine Tür hat mich überholt. Ja. Nein, ich wurde zurückgebracht. Ja, ich kann natürlich hier nicht durchlaufen. Hoch, 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 hoch. Schneller. Hoch. Ja. Hoch. Jetzt aber Dalli. Und what the hell? Ah, oh, lag. Doch nicht so. Wo kommt der plötzlich her? Oh yeah. Der kleine Blau ist der schnellste. Yeah.
Och,